Einen wunderschönen guten Abend. Ich grüße euch ganz herzlich zum Abendgebet und Abendthema. Das Abendthema werden heute die alten Götter sein. Die altgriechischen Götter, die altgermanischen Götter und die ägyptischen Götter, die früheren Gottheiten. Was das eigentlich ist und was das für Wesen sind, das werdet ihr erfahren gleich nach dem Gebet. Und ich rufe die Engel, ich rufe die Erzengel, alle aufgestiegenen Meister und Jesus Christus mit an unserer Seite. Ich bitte sie von ganzem Herzen, mit uns gemeinsam zu beten. Ich rufe die Feen, die Elfen, die Kobolde, die Gnome und die Wichte. Und ich bitte sie, sich mit uns im Gebet zu verbinden. Ich verbinde mein Herz mit dir und bitte dich, dein Herz mit meinem zu verbinden. Und wir sind alle eins im Gebet. Herr Jesus Christus, allmächtiger himmlischer Gott, großer Vater, ich danke dir, dass du mich an jedem Tag meines Lebens immer mehr erleuchtest, neue Inspirationen in mein Leben bringst und mir gezeigt hast, welche himmlischen Wahrheiten da sind. Vielen Dank, großer Gott, himmlischer Vater, für meine Hellsicht, für meine Hellhörigkeit und dass ich deine Engel sehen und verstehen kann. Dass alles, was sie mir sagen, wahr ist, bezweifle ich nicht. Ich danke dir, dass ich diese Wahrheit an die Menschen da draußen weiter verbreiten darf. Und ich bitte dich, öffne die Herzen der Menschen, dass sie deine Wahrheit sehen, dass sie dein Angesicht schauen, dass sie die Liebe Jesu Christi in ihrem Leben zulassen und erkennen, dass nur die Liebe real ist. Löse allen Schatten in der Welt auf, löse alle Lügen in der Welt auf und bringe uns Frieden und Gerechtigkeit. Amen. Was sind die alten Götter? Was New Age sagt, das sind aufgestiegene Meister. Viele New Ager behaupten auch tatsächlich, es gäbe Göttinnen, es gäbe Götter. Und der altgermanische Glaube spricht von vielen Göttern, der keltische Glaube spricht von vielen Göttern und das ägyptische auch. Man hat früher auch Figuren gebaut und vor diesen Götzenbildern auf die Knie gegangen, hat sie angebetet und dergleichen. Es gibt zwei Arten, sagen die Engel. Die eine Art dieser sogenannten Götter, die sich anbeten ließen, sind dunkle Wesenheiten, also dämonische Wesenheiten, niedere Wesenheiten, die uns verführen wollten, die uns leiten wollten und die versuchten, uns in Schatten zu hüllen, was aber nicht gelungen ist. Deswegen sind diese Götterglaube oder diese alten Glauben, ob es altgriechisch, altägyptisch oder was auch immer ist, ausgestorben mittlerweile. Es hängt damit zusammen, dass es keine Götter sind, sondern Dämonen. Der einzige Gott ist tatsächlich der unsichtbare Gott. Ob du ihn nun männlich, weiblich oder wie auch immer, sie spielt dabei keine Rolle. Aber es gibt nur eine Quelle, aus der alles erschaffen wurde, aus der alles hervorgegangen ist. Und da brauchen wir weder Bildnisse, noch Figuren, noch Sonstiges. Ich liebe zum Beispiel Edelsteine, ich liebe zum Beispiel tolle Dekofiguren oder auch Dinge mit seiner Energie zu erfüllen. Aber ich bete diese Gegenstände nicht an. Das ist nämlich ein Unterschied, ein ganz großer Unterschied. Die zweite Art sind außerirdische Wesen. Das kennen wir zum Beispiel durch diese Mischwesen. Es gab Hundemenschen, Katzenmenschen, Fischmenschen, also Menschen mit dem Fischkopf und dergleichen. Das waren Verbindungen, wo sich Außerirdische mit Menschen gepaart haben und es kamen diese Mischwesen damals raus. Und wir kennen diese Bildnisse tatsächlich aus Hieroglyphen in Ägypten ganz oft, ne? Diese verschiedenen Gottheiten, die da angebetet worden sind. Und diese Wesen wurden tatsächlich von den Ägyptern gesehen. Es waren Verbindungen von negativen außerirdischen Wesen, die sich zu der Zeit mit den Menschen verpaart haben, aber also auch überhaupt nichts Positives. Wir sollten uns also von diesen Dingen tatsächlich fernhalten, sagen die Engel. Die Engel sagen mir immer und immer wieder, wir sollen uns Gott zuwenden, wir sollen uns Jesus Christus zuwenden und spüren, dass da bedingungslose Liebe ist. Das heißt, von dir wird nichts erwartet. Du darfst sein, wie du bist. Und in dieser Verbundenheit Jesus und Gott spüren an jedem Tag deines Lebens. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Abend und eine gute Nacht. Gott segne und beschütze dich. Er lasse seine Engel deinen Weg bewachen, deinen Schlaf bewachen und er führe dich zur Erleuchtung. Licht und Liebe, bis morgen früh, Udo Golfmann. Tschüss.